Und jetzt nehme ich mir Dingensens. Wo bist du? Ah, da bist du. So. So. Was tut? Gut, so macht man das heutzutage. So legt man Leute um und ich habe keinen Bock, dass ich den ganzen Kram hier nicht mitnehmen kann. Oh. Blitzrune. Wegen der großen Zerstörung. Ach, schön. Ja, gut, Timer oben. Ein Elfendurch. Ach, nice. Okay. Und Backkartoffel. Was der so mit hat, ist irgendwie merkwürdig. So. Das war's. Und lebst du noch? Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Worüber weißt du denn nichts mehr? Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Ich will Gerechtigkeit. Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Ach, super. Geht schon vor. Ich bin noch nicht fertig. Kein Problem. Allerdings. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich schulde euch was. Besucht mich in Rifton, wenn ihr es hinausschafft. Ja, klar. Du arme Sau. Ich hole mir mal kurz den Kram, der hier drüben liegt. So. Dossier, bla. Schriftrollen, Papierrollen, Tintenfass, Schreibfeder. Ich habe die übrigens auch nur mitgenommen, die einen. Knoblauch, was soll denn das? Weil, keine Ahnung, vielleicht kann man ja mit irgendwas machen später. Schreiben zum Beispiel. Ist gar nichts, hier ist auch nichts. Ist hier irgendwas drin? Nee. Hier ist eine Truhe. 36 Gold, ach schön. Da geht's runter. Hallo? Ach ja, hier sind wir jetzt. Okay, ich hole mir mal kurz gerade. Behinderte Eisenrüstung hole ich mir nicht. Ich mir auch nicht. Gut, hier ist erstmal nichts weiter. Okay, man weiß ja nie, ob hier noch irgendjemand ist, deswegen schleiche ich mal die ganze Zeit so schön, was ja voll viel bringt, hat man richtig oft gemerkt. Und wir müssen jetzt in die Dunsthöhle, nicht. Kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Wo haben wir denn hier einen Schlüssel? Ach, der Typ hat doch sicher einen Schlüssel dabei, den ich übersehen habe oder so. Hallo, Rulindil. Das ist doch, wieso hast du keinen Schlüssel? Ich bin entsetzt. Ah, einen kleinen Heilungstrank. Wenn man nicht überall genau guckt. Ah ja, so kommen wir wieder zurück. Aber egal. Ich habe jetzt keinen Schlüssel dabei, insofern auch wurscht. Naja, egal. So, draußen sind wir. Der Typ kommt uns sicher irgendwann hinterher. Oder auch nicht, ich habe keine Ahnung. Wo müssen wir lang? Hier geht's gar nicht raus. Ach so. Ist ja auch schön. Da müssen, ah, stimmt, da müssen wir in die Party platzen, wenn wir hier raus wollen. Na ja, gut, dann gehen wir einfach in Kerker wieder zurück. Und suchen da diesen bescheuerten Schlüssel. Der muss doch hier irgendwo aufzufinden sein. Das ist doch so klar eigentlich. Legt hier auch sicher nur irgendwo wieder rum. Bratkartoffeln? Naja, nee, Backkartoffeln und Süßkuchen. Tja. Hier hinten ist doch auch nichts, oder? Nee, da ist keine Truhe. Was eigentlich sehr schade ist. Talmor-Wache hätten doch auch keine. Nee, die hatte auch keinen Dingensens-Schlüssel. Nee, hier ist gar nichts. Hier ist überhaupt ja nichts. Da unten sind Gebeine. Das ist alles nicht richtig. Das ist auch nicht richtig. Die werden auch sicher den Schlüssel nicht irgendwo in eine Zelle gehängt haben. Sag mal. Dieses Schloss kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Puh, die Truhe ist leer. Hier kommen wir auch lang. Das ist ein Krug? Aber kein Schlüssel weit und breit. Das ist irgendwelcher Krempel? Nordmed, Nordmed, Krug. Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel liegen. Jetzt sag mal. Hm. Hm. Truhe ist auch leer.
Willst du mir wohl nicht ernsthaft erzählen, dass wir jetzt nicht die Schlüssel haben und dass wir nicht rauskommen? Das Gute ist nur eine Kerze. Einbalsamierungswerkzeug, Einbalsamierungswerkzeug. So ein komisches Ding, irgend so ein komisches Ding, noch so ein komisches Ding. Tja. Tja, also ist ja auch nicht im Fass, nee. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch vollkommener Schwachsinn. Vor allem, wir müssen doch diesen... Wir haben doch garantiert diesen Schlüssel. Das kannst du mir nicht erzählen. Wir haben zwei Schlüssel zum Verhörzimmer. What the fuck? Ich gehe jetzt mal einfach hier raus. Und guck dann, vielleicht ist ja oben irgendwo irgendwas. Hab natürlich keine Ahnung. Ich vermute nur wieder hier ganz froh und munter. Tja. Mal kurz geguckt. Ich glaube, ich habe gerade mal eben kurz nachgelesen. Entschuldigung, dass ich gerade kurz leise war. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz runter. Dann gucken wir uns das gerade mal eben an. Ob wir nicht einmal mit dem Typen quatschen können. Haha, super, dass so ein Buch dabei ist. Also, dass ich so ein Buch jetzt habe. Hahaha. Ich habe gesehen, wie die Wachen Leichen in diese Richtung geschleppt haben. Das könnte ein Ausgang sein. Wäre schön. Na dann, ja. Hey, kenne ich euch nicht aus der zersplitterten Flasche? Ich hätte nie gedacht, einen Gildenbruder hier unten zu sehen. Ach nee, nee, klar. Sie haben mich auf dem Rattenweg geschnappt. Drecks. Allerdings. Die haben sich eine Abreibung verdient. Wisst ihr etwas Wichtiges? Ich hoffe es. Wenn es hilft, sie durch die Mangel zu drehen, helfe ich ja, gerne. Super. Sie suchen einen alten Mann namens Esther. Ach ja. Es hat was mit Drachen zu tun. Das habe ich mitgehört, als sie dachten, ich wäre nicht da. Ich habe in Rifton jemanden gesehen, den sie für diesen Mann halten. Ah ja, okay. Ich weiß nicht viel, noch nicht mal, wo er lebt oder wie er heißt. Aber sie schienen sehr aufgeregt. Okay. Das war alles. Jetzt lasst uns von hier verschwinden. Okay, machen wir. Gut. Klingt gut, ich werde euch folgen. Wie ihr wollt. Aber erstmal sollten wir gehen. Super. Tu mal das. Was? Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Wo? Ergebt euch auf der Stelle oder... Weißt du was? Ich habe gar keinen Bock darauf. Ihr werdet beide sterben. Macht nichts. Schweigt, ich bin sowieso schon tot. Bewegt euch. Ihr hättet nie herkommen. Ja. Das war schon alles. Ich glaube... Ich glaube, die haben einen Vogel. Stirb, 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 stirb. So. Tod. Tod und Verderben. Tja. Wenn er euch mit dem Falschen anlegt, das ist, was ich sage. Und jetzt haben wir auch den Falltürschlüssel. Hurra! Meine Güte, was für ein Drama. Ich wäre ja gerade schon wieder aufgeworfen gewesen ohne das Buch. Haha. So, Falltürschlüssel. Schlüssel zum Verhörzimmer. Noch eins. Super, toll. Gut. Okay. Malborn, du... Nein, Malborn ist tot. Ich dachte, ich hab ihn doch. Ich hab ihn doch. Ich hab doch... Nein. Ein Dietrich, Gold, 10, Kleidung, bla. Was? Eisenbeinrüstung, Eisensteinrüstung, Eisendingens. Ach, ihr wisst schon. Ach Mensch, nein. Das ist ja gemein. Dabei habe ich dem eigentlich doch so gut geholfen. Naja, gut. Ist halt alles nicht so schlimm. Wir kommen schon klar. Hängemoos. Was Hängemoos? Ich glaube, es hakt. Naja. Dann... Ach, was ist bei dir hier? Jemand? Oh. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ich dachte, du hast einen Vogel. Gut, tschüss. Stirb nicht. Ich glaube,
Das geht nicht gut aus. Fuß? Nein! Ich habe die falsche Taste schon wieder gedrückt. Ich glaub's ja nicht. Zwergenleuchte sengende Hitze. Ich glaube, ich rüste jetzt einfach mal wieder hier Dingensens aus. Ja, Flammen, da, super. Übrigens mehr gegen so ein Mistviech. So ein Mistviech, wo bist du hin? Ach. Ja, das zahlt einem Skyrim doch die vielen Bugs wieder zurück, indem es einfach so einen Gegner dahinstellt und sagt, naja, lassen wir ihn doch einfach mal sterben. Wieso auch nicht? Naja, gut. Können wir noch ein bisschen hier Armbrusttraining. Ja. Zu blöd zum Schießen. Einer. Zwei. Und drei. Und sag mal. Du hast einen Eisenschädel, was? Ich schieße mal direkt in die Fresse. Der steckt dir mitten im Gehirn drin. Was dem vollkommen egal zu sein scheint. Naja, gut. Schießkunst auf 29 verbessert. Ich schieß munter weiter drauf. Wir haben noch 63 Eisenbolzen. Heißt, das hilft schon. Und da die Viecher irgendwie doch keine Hitze uns haben, was ich merkwürdig finde. Naja. Geht da jetzt nachher mal drauf, nicht wahr? Regeneriere dich ruhig. Warte mal noch so schön. Ich geh mal, guck mal zu dir runter. So. Aua. Ich habe mir noch ein bisschen die Chance gelassen. Aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ach ja. Ein so blöder Pfeil noch, der uns da irgendwie noch zwischen die Dingensens geraten ist. So, aber dann nehmen wir jetzt unsere ganzen Sachen da mal wieder raus. Ich habe ja keinen Bock drauf, mich alles abgeben zu müssen. So. Und gut ist. Und der Typ hier hinten ist. Ach, nicht, das ist gar nicht der Typ. Das ist irgendein anderer Typ. Selbitzantiger Auge, Zaubertrank, Rezept, Unsichtbarkeit. Hey. Und das war's auch schon. Ach, und jetzt haben wir hier noch jede Menge Kram. Ungewöhnlicher Stein. Ah, ja, super. Geldbeute. Ein Dietrich und 5 Gold. Hui. Und noch ein Geldbeute. Und was mache ich hier drüben? Von der Zeit einer Menschheit. Oh, Illusion verbessert auf 21. Interessant. Und da ist noch ein Trankmischerbeute, oder? Nee, ach nee. Okay, ach, gut. Wie auch immer, schade eigentlich. Das war's dann hier wohl, oder? Hab jetzt nichts mehr hier gesehen. Der Typ ist, glaube ich, gestorben, der mit uns geflohen ist. Aber der liegt hier nicht mehr rum. Der ist nur weggerannt. So. Naja, dann mal und so. Guck mal, was sich jetzt so verändert hat. Ich hoffe nicht, dass jetzt alle hinter uns her sind und alle wütend und böse und bla. Aber ich glaube, das ist denen allen scheißegal. Auch den Wachen und so was meine ich, den normalen Wachen. Die Talmor werden jetzt wahrscheinlich ziemlich böse auf uns sein, im Allgemeinen. Obwohl, die wissen ja nicht, dass wir das waren. Wir haben alle Zeugen umgebracht. Ach, der lebt doch noch. Na schön. Gut, dann, war das falsch. Dann nehmen wir uns mal die beiden Flammen wieder hervor. Beiden Flammen hervor. Und, galoppieren dann mal zu Delfine, wenn ich die jetzt sehen würde. Ach, da hinten. Ah ja, super. Fuß? Nein! Ich bin so blöd. Ich drücke immer die falsche Taste. Wieso mache ich das immer? Könnt ihr mir das sagen? Das ist so ärgerlich, weil Fußrodar ist so ein schöner Ruf. Der braucht mal so lange. Ach, scheiß drauf. Scheiß doch die Wand an. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Ich möchte nichts von euch. Stirb. So. Ich glaube, das ist gerade ziemlich dämlich. So. Ja. Bringt's ja auch voll.
Halt doch die Schnauze, Mistkerl. Ah, Halleluja! Der bringt uns doch glatt um. So, Mann, 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 Mann. Ja. Entschuldigung, ich muss gerade sehr viele Heiltränke vergeuden. Ich weiß, es tut mir leid. Ich brauche doch unbedingt gerade mal... Ach nee, was soll's. Glaub, es hakt. So. Was für ein Gemetzel. Da vorne ist doch noch einer, ich sehe es doch. Hallo? Rennt da gerade jemand weg? Ich glaube ja. Hallo?